Ganz schön abmalierungen. War aber nicht schlecht für den Anfang. So, jetzt muss ich wieder hoch. Ja, die ersten Schwünge gingen. Mensch, es geht. Aber hier unten war es dann aus. So, wie ihr sehen müsst. Aber Schneeauflage geht. Also es geht noch, aber man merkt das Alter doch schon. So, hier ist heute noch keiner gefahren. Und da werde ich das erste Mal nehmen, die Abfahrt hier runter. Ich bin mal gespannt, wie es geht. Dann gehen wir mal ein bisschen Kamera ein Stück runter, dass wir noch was sehen. Jawohl. Ja, so weit zu fahren. Oh. Ja, alles Songs, das ist eben der Mist mit ihren Maschinen. Ich habe ja keine Lust auf die Kamera zu fliegen. Das sieht schon mal gut aus hier. Muss ja nicht so schnell gehen. Jedenfalls ist der Schnee schon immer in Ordnung. Das habe ich ja noch nie so erlebt. So, dann gucken wir uns mal die Spur an. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, ich muss das wieder reinkommen. Dann geht das besser. Tja, so was hast du denn einmal im Jahr? Jetzt siehst du wieder nicht mehr. Das sieht schon gut aus. Ist besser etwas langsamer als zu schnell. So. Unten. Das hat Spaß gemacht. GoPro Stopp. Ja, der Plan war eigentlich hoch zum Schneekopf zu gehen. Aber jetzt habe ich hier die schöne Strecke gesehen, die zum Sandwurf führt. Und da habe ich mich entschieden, dass ich die jetzt fahre. Vom Adler runter bis zum Sandwurf. Und jetzt gehen wir erstmal schön hoch. Der Schnee ist wirklich super. Ja, mit so knapp minus 1 Grad und Sonnenschein. Und hier unten liegt ja dann die Rosenkopfstraße. Könnte man fast sehen da unten. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Das ist jetzt das steile Stück. Und da machen wir jetzt mal die Kamera runter.
und gucken uns das von unten an. So. Also noch rutsche ich nicht zurück. So bleibt, will ich zufrieden sein. Hier ist Arm hoch geskatet. Er hat noch Kraft. So, jetzt bin ich oben und dann mache ich ja die Abfahrt. Jetzt mache ich erstmal den Ski ab. So, hier sieht man genau, wie ich das Fell angebracht habe. Der Ski ist ja nur 1,40 Meter lang. Der Germina Cave Master. Ein super Ski. Ein Junior Ski. Mit einer gebrauchten Bindung aus IB. Und vorne ist die Backcountry von Salomon drauf. Also das passt. So, und da gibt es ja noch den Schuh dazu. Den sieht man hier. So, und jetzt geht's gleich runter. GoPro, stopp.